Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und euch wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Uns wollte ich euch heute so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein Event-Toy und das können wir quasi während dem Sonnenwend-Event kaufen. Und ja, das findet einmal statt im Sommer und zwar vom 21. Juni bis jetzt zum 5. Juli. Heißt, man hat ein paar Wochen Zeit, das Ganze zu machen. Und ja, das kann sein, dass es jetzt quasi die nächsten Jahre ein bisschen unterschiedlich ist von den genauen Tagen, aber wenn ihr im Kalender im Juni reinschaut, dann müsstet ihr es eigentlich vorfinden. Dieses Jahr, also im Jahr 2023, gibt es ein neues Toy, das wir uns kaufen können und das gibt es dementsprechend in den Hauptstädten beim Händler. Also ihr könnt jetzt zum Beispiel hier in SW das machen, geht aber auch dementsprechend in Orgrimmar oder auch, ich denke, in den anderen Hauptstädten der Allianz oder Horde. Was haben wir da Schönes, was wir uns kaufen können? Und zwar haben wir einmal hier dieses Item, was so ein Ringsymbol hat. Und das schimpft sich Flammender Ring der Protzigkeit. Quasi passt zu mir. Wir brauchen insgesamt 500 Brandblüten. Und diese Brandblüten können wir durch verschiedene Aktivitäten während des Sonnenwend-Events quasi einheimsen. Es gibt einmal die Möglichkeit, dass ihr dementsprechend den Event-Boss jeden Tag macht. Da könnt ihr dann quasi so eine kleine Kiste mitnehmen, da sind die Dinger drin. Dann habt ihr verschiedene Daily-Quests, die ihr machen könnt. Und zwar einmal so eine Fackel hier auffangen, beziehungsweise auf diese Pfannen die eine Fackel schmeißen. Die könnt ihr auch jeden Tag machen. Dann gibt es einmalige Quests, die ihr erledigen könnt. Dann müsst ihr quasi in die Welt raus an so einem Kristall Mobs beschwören, umhauen und dann abgeben. Das habe ich jetzt hier gemacht. Die bringen immer 10 von diesen Brandblüten. Die effizienteste Möglichkeit mit Abstand ist aber einfach, dass ihr Feuer abfliegt. Und zwar in komplett allen Kontinenten gibt es quasi Flammen. Und zwar gibt es immer eine Flamme für eure Fraktion, die bringt immer 5 Brandblüten und eine Flamme der gegnerischen Fraktion, die bringen euch 10 Brandblüten. Die eigene müssen wir ehren, die gegnerische quasi löschen. Und in den neutralen Kontinenten gibt es dann quasi nur eins, was man ehren muss. Da gibt es dann halt 15 für das Ganze. Ich habe da ein Add-on für, das schimpft sich Candy Buckets. Da werden die ganzen Dinge angezeigt. Ich habe jetzt schon hier, wie ihr seht, ein paar Kontinents abgeflogen. Ich war jetzt hier zum Beispiel im östlichen Königreich komplett. Hier unten in Kalendor habe ich schon was gemacht. Auf den verheerten Inseln war ich. Und die Dracheninseln habe ich auch mitgenommen. Da gibt es nämlich ein neues Achievement, wo wir dementsprechend ja, die Flammen einmal alle ehren müssen. Das hat für mich jetzt ausgereicht, um die 500 Marken zusammen. Ihr seht, ich habe 503 Marken und ich würde sagen, wir kaufen uns das Item, schauen uns das mal an und ja, mal gucken, wo haben wir es denn? Also hier hatten wir es. Und was macht es genau? Benutzt, fügt ein Spielzeug eurer Rüstung zu, okay, das kennen wir, zeigt ein protziges Spektakel mit einem explosiven Finale, so rum. Spektakel, nicht spektral, was ich da verzapfen wollte. So, also wir lernen das. Und dann müssen wir natürlich die Gelernten auch reinbasteln. Können wir gleich mal schauen. Sonnenwend. Also ihr seht, mittlerweile gibt es schon relativ viele Toys, ne? Insgesamt 9 Stück, die wir da über das Ereignis holen können. Heißt, ein paar extra Marken zu farmen schadet nicht, falls euch noch alte fehlen. Gut, wir setzen es jetzt mal ein. Das sieht ja echt ganz cool aus. Mit Feuerwerk. Ja, muss sagen, das sah cool aus. Hat jetzt zwar eine Stunde Abklingzeit, aber hat was hergemacht, definitiv. Wenn ihr die anderen Toys noch farmen wollt, beziehungsweise ich glaube, es gibt auch Pets und Mounts, wie ich das richtig in Erinnerung hatte. Ne, Mounts gab es glaube ich nicht, aber es gab Pets hier, ne? Und halt einen Haufen Temok, könnt ihr auch diese ganzen verschiedenen Flammen mit unterschiedlichen Twinks abfliegen. Das geht auch im Low-Level, da kriegt ihr auch EP drüber übrigens. Und dann könnt ihr euch theoretisch auch in einem Event alles holen. Dann seid ihr halt ein bisschen länger unterwegs. Genau. Gut, das war's mit dem kleinen Toy Guide. Hab mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tila. Bis zum nächsten Mal. Ciao.